Jo, meine Freunde, was geht? TikTok macht dumm und impotent. Vor allem hat Active User nicht dazu letztens erst ein Video gemacht? Oder habe ich da was verpeilt? Nee, aber irgendwie macht jeder gerade Videos darüber, ne? TikTok ist nur so Cringe-Content. So trash, wer diese App nutzt. Ja, Mann, hast voll recht. Let's go! Wisst ihr, Leute, unsere Eltern sind nicht mit dem Internet aufgewachsen. Wie, Diggi? Und wo haben sie sich die nicen Teen Girl Makes First Experience with Mature MILF Filmchen angeschaut? Gar nicht. Oder vielleicht so mit Zeitschriften. Das ist echt schlimm, ne? Die mussten sich wirklich so Zeitschriften angucken. So troll. Oder in Erotik-Shops. Schöne, dankeschön für die Verschenkung. Anschauen. Vergesst nicht zu folgen. Hier das Neueste, was gestern erst rauskam. Die Dame soll Doppel-D haben und sogar was davon zeigen. Doch bei uns ist das anders. Ich bin mit Zugang zu Erwachsenenseiten aufgewachsen. Und was alles die Nachteile sind, wenn man sowas konsumiert. Ja, das war auch mega unangenehm. So, guck mal, ich habe bei meinem Vater gewohnt, ich war halt 12, ne? Und in meiner Klasse, da ging es nämlich schon die ganze Zeit so, Digga, hier ist Sex und so weiter. Und keine Ahnung, ne? Ich hatte ja einen Internetzugang und einen Computer und da habe ich natürlich auch im Internet mal nach Pornos gesucht halt. Und damals kannte, also da, weiß ich nicht, da gab es bestimmt auch schon so größere Seiten, aber man hat so alles irgendwie mal durchgestöbert. Das Ding ist, dass mein Stiefbruder konnte einfach nachverfolgen, auf welchen Seiten ich war. Und da war ein Kollege von mir am Start und wir haben halt unten Yu-Gi-Oh! Gespielt. Und er kommt dann halt so und hat dann halt so die Liste dabei mit den Seiten, wo ich drauf war und hat die so vorgelesen und meinst so, ja, kennst du die? Torte, dankeschön für den Prime Sub. So, ich dachte, ich hab dann einfach gesagt, Digga, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss mein Vater gewesen sein. Das war, ach, geil, Digga, hab ich gefeiert. Ist eigentlich schon rückblickend eigentlich eine sehr lustige Aktion, aber da dachte ich mir auch so, oh mein Gott, wie unangenehm, ey. Weiß ja auch nichts Schlimmes, ich hätte einfach sagen können, so, ja, Digga, ich guck halt Porn, bin halt sexuell aktiv, ne, muss ja gucken, wie ich es deiner Mutter besorge, du Bastard. Hätte ich sagen sollen, ne, aber es war kackt. Ja, da gibt's ja genug Infos im Internet. Da los, steh auf, Alter, du bist doch kein Vollgeil. Wird das noch was oder kann ich gehen? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, and you just can't get into it because they would never understand. Doof ist nur, dass sich das verkauft. Es funktioniert halt. Nackte Frau im Internet, hier hast du meine komplette Aufmerksamkeitsspanne und noch Geld. Der Körper eines trainierten Mannes ist auch nice und erstrebenswert. Aber der Körper einer Frau, ja, ist einfach ein Meisterwerk der Natur. Du kannst die Beauty nicht abstreiten. Und wenn doch, dann liegst du objektiv falsch. Und das ist nun mal das Kryptonit eines Mannes. Besonders dann, wenn man in keiner Beziehung ist und besonders dann, wenn man besonders einsam ist, in einer Wohnung hier alleine und so. Und das merkt man. Ja, selber schön, wenn man nach Madeira zieht. Oh, wenn ich Ausschnitt zeige und meine große Oberweite im Zentrum des Videos habe, dann performt das TikTok ja deutlich besser. Und dann schreiben Kinder noch drunter. Würde. Natürlich würdest du, Mr. Unpopular Opinion. Würde, Digga. Würde, Digga. Würde, Digga. Würde, 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 würde. Die Livestreams auf TikTok sind auch voller Kumar Energy. Die Frauen, die einfach streamen im Bikini, ne, oder einfach großen Ausschnitt zeigen, so, okay, I get it. You have a big booba? Yes, I look. Okay. Aber dann gibt's noch junge Girls, die einfach so normal streamen, ne, ganz normal bekleidet und so, ne, aber auf und ab wippen, als ob sie gerade gebankt werden. Ich bin so froh, dass ich nicht auf TikTok unterwegs bin, wirklich. Wie alt ich bin? Ich bin 15. Da ist nix. Hab ich schon mein Sugar Daddy Video gesehen? Bei Instagram ist es ähnlich. Schönes Bild einer Frau, am besten halt mit guter Oberweite und gutem Ausschnitt und so. Und schon bist du auf der Explore-Page. Von mir. Kumar Energy. Und versteht mich nicht falsch. Ich schaue gerne auf schöne Frauen und auch auf deren sexuellen Merkmale. Wobei das nochmal echt noch was anderes ist und wenn man auch fühlen darf. Aber was macht das mit meinem Gehirn? Figi Figi 5 Euro. Und das alles auf normalen Social Media Seiten. Du gehst ja nicht mal zu erwachsenen Seiten wie. Boah, jetzt fällt mir spontan nichts ein. Jungs, was gibt's denn da so? Keine Ahnung, wie das die Jugend beeinflusst. Ich feiere das Video auf jeden Fall. Wir, weil ne, in unserer Jugend konnten wir auch einiges sehen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du da den coolen 14-jährigen Justin hast, mitten in der Pubertät. Ey Jungs, guck mal, was ich auf der TikTok For You-Page so bekomme. Geil, die hat ja voll die Großen. Wie sie Namen. Wir leben schon in einer einsamen Gesellschaft. Wie viele Abermillionen Männer finden der Pudel keine mit Frau, Gedudel, werden dann zu Incels unterbittert im Leben. Klar, auch selber schuld, wenn man einfach Trash ist, ne, aber...
und die finden ihr kurzes Glück auf dem Bildschirm oder werden so verrückte Stalker, die alles bei sich verkaufen, selbst ihre eigene Katze, fliegen dann nach Amerika zu Amaranth, campen für über 44 Tage in ihrem Postfach, sind mental krank und versuchen bei ihr zu Hause einzubrechen. Polizei chillt erstmal, weil ja noch nichts passiert ist. Boah, Digga, der Pudel mit Gerudel, jetzt nehme ich dich dann doch wahr. Dankeschön für die 10 verschenkten Subs, Ehre. Dankeschön. Es gibt ja sogar Twitter-Accounts, die ganz viele horny, needy Männer und ihre Antworten und so weiter zeigen. Dazu kommt auch noch ein Video. Und imagine das alles noch in asiatischen Ländern. Alter, diese Männer sind so creepy. Und dann wird dir auch im normalen Social Media das unter die Nase gerieben, wo du dir dann eventuell denkst, ja okay, jetzt bin ich direkt ein bisschen geil. Erledige ich kurz mal die Tat. Und wieder eine Nacht, wo du keine echte Frau hast, sondern nur Bilder und Videos auf deinem Screen. Aber hey, zum Glück gibt's ja OnlyFans. Da kann ich meine nächste parasoziale Beziehung aufbauen mit einer Frau, die mich nicht mal kennt und mich nicht mal schief auf der Straße angucken würde. Let's go! Mein letzter Hoffnungsschimmer in diesem Leben. Just do it! Just fucking do it! Ist halt ein Symptom von einer größeren Ursache. Wir müssen unser Leben absteppen, wenn wir da nicht in ein riesiges Loch fallen wollen, na, wo uns die Einsamkeit hops nimmt. TikTok, Instagram, Twitch, YouTube nutzen das und ist teilweise voll mit solchem Content, na, welcher dann Anklang findet und dann mehr promotet wird und dann wieder mehr Anklang findet und dann... Gut für diese Plattform, weil je mehr branded du bist, desto mehr Zeit verbringst du auf diesen Plattformen, desto mehr Geld... Mann, ich wünschte, ich würde mal nackte Frauen bei Instagram vorgeschlagen bekommen. Wirklich, guck mal, ich gucke jetzt, was ich vorgeschlagen kriege. Ich weiß eigentlich auch schon warum, aber ich werde es euch nicht sagen. So, hier, guck mal. Okay, das erste ist mehr als nur Bauchschmerzen. Das steckt hinter Endometriose. Das ist das erste. Dann ein Meme. Das dritte ist Titelchance. Bundesliga, Bayern, 84%. Ja, klar. Nur 84%, Digga. Wen willst du verarschen, du Wichser, Alter? So, das nächste ist ein Meme oder so. Dann Russland versus Eastern Europe. Irgendwas. Dann... Relative Rotations of Planets. Da seht ihr, ich bin einfach halt hochbegabt, so. Was soll ich euch sagen halt, ne? Also ich krieg halt sowas halt vorgeschlagen, weil ich einfach auch, weil ich halt klug bin, so, ne? Im Gegensatz zu euch, was soll ich sagen? Dann, Light Ice Blue Green, was ist das überhaupt? Light Ice Blue Grey and Green across Germany in 1886. Hä, ja und? Ach, blaue Augen, ach so. Boah, krank, Digga, Norddeutscher mega viele. Und dann von Quarks. Darum kann Starkregen heftiger werden, je wärmer es wird. Ist mir ja auch scheißegal. Macht dann zum Beispiel Maki Saki Burgi und China, das Land, was eines Tages die Welt in seine Führung nehmen wird. Danke, Hypnotaur. Aber auf China sollte man echt ein Auge haben. Hello, it's me aus der Zukunft, weil ich noch ein bisschen was sagen wollte. Social Media besteht teilweise einfach straight up aus Softporn, muss man einfach so sagen. Es findet Anklang und wird auf den Plattformen geduldet, ne, weil ist ja nur soft, ne, nicht hart, also alles okay. Früher waren Videos und Filmchen, wo eine Frau sowas gemacht hat, schon klassifiziert als P-Film. Auf solche Videos wurde gerne mal das eigene Würstchen. Und jetzt ist das quasi normal. Und erst wenn eine Frau drei Auberginen gleichzeitig von den Männern in ihrem Körper hat, dann ist es vielleicht ein P-Film. Aber muss ich mir erstmal anschauen, ja? Vielleicht hast du einen Link dazu. Und ich glaube wirklich, dass dieser Type of Content ganz easy uns kaputt machen kann. Natürlich ist generell so ein Content oder so eine Gegenleistung jetzt nichts Neues und war wahrscheinlich schon immer da seit der zivilisierten Gesellschaft und so. Aber das Ausmaß mit dem Internet zusammen, ne, das hat die Gesellschaft so halt noch nie erlebt. Ein Knopfdruck und du hast etliche Frauen mit sehr guten Körper. Und, wie bereits gesagt, das ist halt der Schwachpunkt eines Mannes. Es funktioniert, andere Creator nutzen das natürlich aus, ne, Leute klicken drauf, mich eingeschlossen, manchmal... Das habe ich auch gesehen bei Rezo und so, das ist ja so einfacher Content, ne? Ja, ich weiß, ich sehe das persönlich halt auch kritisch, wenn man irgendwie die ganze Zeit mit sowas halt befeuert wird irgendwie, ne? Da geht so ein bisschen, glaube ich, auch die eigene Sexualität dann irgendwie so ein bisschen flöten, weil das ja auch einfach die Meinung ist, die man halt übernimmt, ne? Das ist ja auch generell bei zum Beispiel Pornos so, das spiegelt ja einfach nicht die Realität wieder, ne? Also jetzt mal ernsthaft, so 8 Minuten Sex haben, wer kriegt denn 8 Minuten hin, Digga? Das ist halt so unrealistisch. Admiral Soda, dankeschön für den Prime-Sub. Und ich glaube halt, das gleiche Problem ist auch, wenn du dir halt schon solche Sachen irgendwie anguckst, ne? Weil du dann halt irgendwie auch denkst, ja, irgendwie alle Frauen sind vielleicht so, ne? Und hast dann halt das Gefühl, alles sind leicht zu haben, sind sie aber logischerweise nicht. Dann machst du irgendeine mal an. Plötzlich ist es sexuelle Belästigung, weil ich ihr unter den Rock gefasst habe. Auf einmal bist du im Knast. Schwierig heutzutage alles, ne? Ne, die Aufrufe sind hoch, der falsche Content wird gefördert und das ist nicht gut für uns. You have a cupcake. I like you have a cupcake. Smack my ass like the drum. You got something you're never going to fuck.
You're never gonna fuck these women. Der Mann sagt es. Keiner von uns wird jemals eines dieser Girls fricken, geschweige denn überhaupt richtig kennenlernen. Nein, Pipi-Bilder sind ist kein Kennenlernen. Kill yourself now. You should kill yourself now. Außer ihr seid the lucky one, aber ein Blick in den Spiegel reicht als Realitätscheck. Und das Schwierige ist halt, das sind halt Urinstinkte, die kicken. Wenn ich durch TikTok scrolle nach hoffentlich ein paar nice Memes oder nice Edits oder so und mir dann eine nice Frau vorgeschlagen wird, die auch nicht sparsam ist mit ihrem Ausschnitt, direkt bin ich kurz wie hypnotisiert und muss dann bewusst die Entscheidung treffen, entweder dem Drang nachzugehen oder halt sie wegzuswipen. Boah, bei mir ist das lustiger. Also ich weiß nicht, schreibt mal gerne rein, wie das bei euch ist, so, aber ich weiß nicht so, ich bin da so gar nicht. Also wenn, zum Beispiel bei dem TikTok, was die eben gezeigt hat, so, ja, mein Gott, Digga, die hat halt einen Top an und wackelt da halt ein bisschen in der Hose mit ihrem Hintern, so, ich weiß nicht, das, bin irgendwie aus dem Alter raus. Oder ich habe einfach genug Sex und sowas, stört mich einfach nicht mehr. Was das Richtige ist, ja. Weil selbst wenn ich sie nice finde, ja, was dann? Soll ich in ihre DMs sliden und ein Bild von meinem Pipi ihr schicken? Habe ich schon gemacht. Kam keine Antwort bisher. Sendet keine Pipi-Bilder, bitte. Es werden noch final zu diesem Sexual-Type-Content von mir noch 2 Videos kommen und dann ist vorbei, ja, dann stopp. ASMRs auf YouTube, aber es sind einfach straight-up zensierte. Mein Kollege Erz Detox hat dazu schon ein Video gemacht, aber im ernsteren Ton. Und generell das Thema zu viel sexualisierter Content, der nicht gut für uns ist. Deswegen mein Appell an euch Jungs. Kämpft gegen den Drang an, Jungs! Ich finde, das Video zieht sich ein bisschen, ne? Irgendwie wenig Aussage drin. Weil, wie lange will er den Joker so machen? So nur mit Active Food? Ich denke. Na, warte, im Motto wollen wir schon sehen. Für Big ist Bubasso. Was gibt's in Japan? Ja, sie sagt in Wahrheit Haarkörbchen, also ne, Girl with a big booba, aber reisen wir mal zurück in die Vergangenheit. Und ich sag's wie es ist, ich habe auch noch ein Problem damit. Ich bin auch süchtig danach und zwiegespalten. Gehe ich heute auf XNXX oder auf TikTok? Finden Sie irgendwie so ein bisschen weird, dass Active User sehr, sehr viele Videos macht, irgendwie, dass er bei Online-Plattformen nicht ankommt, dass er so richtig... Ich sag jetzt mal nicht so sexsüchtig ist, aber so Sex-Content irgendwie die ganze Zeit sucht bei TikTok und so. Also ich erkenne da irgendwie so ein gewisses Bild irgendwie. Ich glaube, das Wort darf man hier auch gar nicht sagen auf Twitch, aber es wirkt irgendwie doch sehr komisch alles, ne? Dass er so voll auf Videos macht, ah, ich komme bei Frauen nicht an und oh, ich bin die ganze Zeit bei TikTok und dann kriege ich nur Frauen vorgeschlagen und bei Instagram auch und so. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall sehr komisch, Bro. Also ich entdecke da einen Hilferuf. Und Bro, es ist ja auch nicht so, dass ich dir nicht helfen möchte. Bro, komm nach Braunschweig, wir gehen feiern, Digga. Ich organisiere ein paar Ladies und dann gucken wir einfach, was passiert. Gut, ich glaube, der macht jetzt nur noch einen Song, den hören wir uns nicht an. Aber hier, Mitleids-Like gibt's auf jeden Fall. Aber Bro, lass dich nicht hängen. Wie die Brüste einer 80-Jährigen.